Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von Tax It Simple. Tax It Simple, der Rödl & Partner Steuerpodcast. Expertinnen und Experten aus unseren zahlreichen weltweiten Niederlassungen und Ländern sowie weitere namhafte Gäste sprechen über Themen, die die Steuerwelt bewegen. Komplexe Steuerthemen bei uns einfach gut erklärt. Wir wollen uns heute befassen mit der Grundsteuer, eine der ältesten Steuerarten, die es überhaupt auch im historischen Kontext gibt, die bis in die Antike zurückreicht und auch in Deutschland, ähnlich wie die Gewerbesteuer, eine sehr lange Historie hat. Die ersten bundesweiten Grundsteuergesetze sind 1936 erlassen worden, bis das nach dem Zweiten Weltkrieg dann durch die Ländergesetze abgelöst wurde. Und das Ganze muss man im Zusammenhang sehen, auch mit dem Bewertungsgesetz, das aus 1925 datiert und für sogenanntes ruhendes Vermögen, also insbesondere Immobilien und auch zuwachsendes Vermögen, das bezieht sich auf die Erbschaftssteuer, einheitliche Bewertungsmaßstäbe vorgegeben hat. Dann gab es eine lange Historie über die Jahrzehnte, über die sogenannten Einheitswertbeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts aus 1955, das also eine massive Ungleichbehandlung in der Bewertung von ruhendem und zuwachsendem Vermögen festgestellt hat. Dann in den 90er Jahren spezifisch für die Erbschaftssteuer wieder aufgegriffen wurde und auch in den letzten Jahren immer wieder in die Diskussion gekommen ist vor dem Hintergrund des Gleichheitssatzes. Und jetzt ist die Grundsteuer in aller Munde, man kann dem gar nicht mehr entkommen. Und was es damit auf sich hat, wo die Schwierigkeiten liegen und wo Rödl & Partner unterstützen kann, das wollen wir heute in dieser Folge erörtern. Das will ich nicht alleine tun, sondern mit zwei Expertinnen aus unserem Haus, die auch federführend sind in der Grundsteuer-Taskforce, wie wir sie intern genannt haben. Einmal meine Partnerkollegin aus Hamburg, Maike Munderloh, Steuerberaterin, vielfältig ausgewiesen im Bereich der Immobilienbesteuerung. Und ein gleiches gilt für Dr. Melanie Köstler aus unserem Stammhaus in Nürnberg, Associate Partner und auch im Bereich der Immobilienbesteuerung aktiv. Herzlich willkommen euch beiden. Wir wollen einmal die Zuhörer abholen. Melanie, vielleicht magst du das übernehmen. Was hat sich jetzt eigentlich geändert? Warum ist das Thema so aktuell? Vielen Dank, Florian, sehr gerne. Ja, es war 2018, da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eben die Bewertung, die Grundlage für die Grundsteuer, verfassungswidrig ist. Denn die Bewertung greift zurück auf Daten, auf eine Datenbasis, die völlig veraltet ist. In dem Beispiel konkret von 1964, da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eben diese Regelungen für die Bewertung nicht mehr dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen nach Artikel 3 Grundgesetz und aus diesem Grund, wie gesagt, entschieden, dass es verfassungswidrig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, dass der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine neue Regelung schaffen muss, allerdings die Regelung dann doch noch weiter fortgelten können bis Ende 2024. Jetzt sind wir im Jahr 2022, genau, und jetzt müssen wir tätig werden, denn das Jahr 2024, Ende 2024 naht. Und die neuen Bewertungen müssen vorgenommen werden. Und das eine ist ja sozusagen die materielle Rechtslage, ab wann denn dann das neue Recht gilt. Die andere Frage ist, was muss man eigentlich heute schon tun oder konkret dieses Jahr tun in Vorbereitung auf die Vornahme der Besteuerung? Maike, welche Pflichten kommen jetzt da auf, ja, im Grunde alle Grundstückseigentümer in Deutschland zu? Genau, das ist das richtige Stichwort. Auf alle Grundstückseigentümer kommen jetzt die Verpflichtungen zu, eine Steuererklärung abzugeben, und zwar auf den sogenannten Hauptfeststellungszeitpunkt. Das ist der 1. Januar 2022. Das bedeutet, die Steuerpflichtigen müssen eine Steuererklärung abgeben, nicht nur auf den 1. Januar 2022, sondern zukünftig müssen weiterhin neue Hauptfeststellungen turnusmäßig alle 7 Jahre und bei Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgen. Natürlich gibt es auch hier eine steuerrechtliche Ausnahme, denn die Bundesländer dürfen hier einzelne Regelungen treffen. Bayern, Niedersachsen und Hamburg haben sich entschieden,
dass lediglich 2022 eine Steuererklärung abzugeben ist und nur bei Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Zukunft eine Steuererklärung abgegeben werden muss. Das heißt mit anderen Worten, dieses Jahr muss man aktiv werden, obwohl ja dann die Besteuerung auf Basis des neuen Rechts erst später vorgenommen wird. Gilt das jetzt nur für die Grundsteuer B, die sogenannte Grundsteuer B, also bebauter, unbebauter Wohnraum oder Flächen, oder auch für die Grundsteuer A, also auch Land- und Forstwirtschaft, oder können sich die Land- und Forstwirte zurücklehnen? Das gilt auch für die Land- und Forstwirte. Auch die müssen eine Bewertung, eine Steuererklärung zum 01.01.2022 dieses Jahr abgeben. Und Melanie, wie ist das jetzt mit Blick in die Zukunft in Bezug auf die Anzeigepflichten zu verstehen? Maike hat ja gerade schon etwas vom 7-Jahres-Turnus gesagt, aber wie verhält sich das jetzt konkret? Wann muss wer was anzeigen? Also grundsätzlich mal alle zum 01.01.2022 alle Grundstücksbesitzer, dann in Abhängigkeit vom Modell alle 7 Jahre. Ausnahme gilt eben für Bayern, Niedersachsen und Hamburg. Damit ist aber nicht genug. Die Grundsteuer gewinnt an Wichtigkeit, Bedeutung, denn auch zukünftig müssen Änderungen angezeigt werden. Und zwar Änderungen zwischen zwei Hauptfeststellungszeitpunkten, also sich tatsächlich Verhältnisse geändert haben und auch eine Auswirkung auf die Höhe der Grundsteuer haben. Das heißt, es ist grundsätzlich so, dass wir diese Änderungen monitoren müssen. Das heißt, wir müssen jedes Jahr schauen, ändert sich was bei den Grundstücken? Hat sich was geändert? Hat sich die Nutzung geändert? Wenn dem der Fall ist, dann ist, wenn beispielsweise wir eine Änderung im Jahr 2026 haben, dann ist im Januar 2027, das heißt immer im Januar des folgenden Jahres, eine Anzeige zu machen und der Finanzverwaltung mitzuteilen, dass sich eben hier was geändert hat. Dementsprechend, die Grundsteuer gewinnt an Bedeutung und die Grundsteuer kann nicht wie bisher einfach nur mitlaufen, sondern es gibt halt eine neue Compliance- und Mitwirkungs- und Monitoringpflicht für alle Grundstücksbesitzer. Gilt das jetzt nur bei Nutzungsänderungen oder auch bei Eigentumsänderungen? Also grundsätzlich ist es so, dass Eigentumsänderungen nicht angezeigt werden. Das erfolgt weiterhin automatisch. Allerdings, wenn ich einen Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an einem fremden Grund und Boden errichteten Grundstücks habe, dann muss ich mitteilen, dann muss ich anzeigen. Aha. Das heißt aber eben, ich sag mal, Normalfall, wo ja auch Grunderwerbsteuer anfällt, da läuft das sozusagen Gang und da wird das ja dann auch darüber bekannt gemacht. Maike, wie verhält sich das mit den Fristen zur Abgabe der Steuererklärung? Das kennen viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht aus den Corona-Karenzzeiten. Ja, da sind ja viele Fristen zur Abgabe von Erklärungen verlängert worden. Das ist dann wieder zurückgenommen worden, beziehungsweise läuft dann auch irgendwann aus. Gibt es auch hier Fristen, die man zu beachten hat? Auch hier gibt es selbstverständlich Fristen. Allerdings müssen wir hier beim Thema Grundsteuer von einer sehr sportlichen Frist ausgehen. Wir müssen die Erstellung, also die Grundsteuererklärung, in einem sehr kurzen Zeitraum auf den Weg bringen. Und die Erklärung nennt sich Feststellung des Grundsteuerwertes und die ist ab dem 1. Juli diesen Jahres abzugeben. Und der späteste Abgabetermin ist der 31. Oktober diesen Jahres. Das heißt, wir haben nur 4 Monate Zeit. Und so sehr wir auch hoffen, wir Steuerberater und auch die Grundstückseigentümer, mit einer Fristverlängerung ist nach wie vor nicht zu rechnen, obwohl das vielfältig gewünscht wurde. Und vielleicht auch hier gleich schon der Appell an alle Grundstücksbesitzer: Machen Sie sich damit vertraut, machen Sie sich vertraut mit der Grundsteuerreform und suchen Sie die Unterlagen zusammen, denn das, da werden wir auch noch drauf eingehen, wird es wohl der Knackpunkt sein, dass Sie rechtzeitig die Steuererklärung einreichen können. Abgesehen davon, dass es natürlich empfehlenswert ist, sicherlich sich dort fachlichen Rates zu versichern, beispielsweise bei Rödl und Partner, ist es aber wahrscheinlich ja auch so, dass an die Nichtabgabe, die verspätete Abgabe oder auch die Falschabgabe bestimmte Sanktionen geknüpft sein werden, so wie das ja üblicherweise auch bei steuerlichen Pflichten der Fall ist. Wie sieht das hier aus?
Richtig, hier gelten all die Regelungen, die auch bei allen anderen Steuerarten gelten. Und hier haben wir jetzt die Situation, wenn nach dem 31. Oktober die Steuererklärung eingereicht wird, beziehungsweise sie muss ja elektronisch übermittelt werden, dann kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. Und der bezieht sich dann auf jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung, also ab November. Mit 0,25% der festgesetzten Steuer, mindestens allerdings 25 Euro. Das klingt erstmal nicht so attraktiv, also kann sich auch schnell läppern. Ja? Insofern ist also action required, wie man so schön im Englischen sagt. Also man sollte tunlichst sich auf den Weg machen und sich damit vertraut machen. Maike, du bist ja bei uns auch so ein bisschen mitverantwortlich für das Bilanzsteuerrecht, ja, und hast dir das ja auf die Fahne geschrieben. Und beim Bilanzsteuerrecht fällt mir natürlich, warum auch immer, sofort die E-Bilanz ein. Ja? Also man kann da Dinge elektronisch übermitteln. Und das bringt mich zu der Frage, wie muss man denn jetzt so eine Steuererklärung abgeben? Kann ich also wie in den 80er Jahren mir das schön ausdrucken und dann handschriftlich und mit Lineal unterzeichnen und so weiter? Oder muss ich das irgendwie nach irgendeinem Verfahren machen? Das ist eine gute Frage. Ja, da kann man so ein bisschen eine Parallele ziehen. Nicht nur Stichwort E-Bilanz, auch bei allen anderen Steuererklärungen, wie zum Beispiel der Einkommensteuererklärung, ist es ja schon länger so, dass diese elektronisch abgegeben werden muss. Die Papierformulare mögen im einen oder anderen Keller beim Finanzamt noch liegen, sind aber nicht mehr vorrangig zu verwenden. Und das gilt natürlich auch für die Grundsteuer. Das heißt, bei allen Bundesländern ist es so, dass die Steuererklärung elektronisch abgegeben werden muss. Mithilfe der sogenannten Datenfernübertragung. Der ein oder andere hat das Stichwort Elster sicherlich schon einmal gehört. Und es gibt auch hier Ausnahmemöglichkeiten, wenn Steuerpflichtige keine Möglichkeit haben, elektronisch abzugeben, weil sie zum Beispiel keinen PC oder kein Internet haben. Das gilt natürlich insbesondere für ältere Eigentümer, die den technischen Fortschritt da nicht mitgemacht haben. Dann kann in besonderen Ausnahmefällen eine Erklärung in Papierform abgegeben werden. Aber man muss dazu sagen, das ist wirklich eine Ausnahme. Und man kann im Zweifel ja auch einen Steuerberater hinzuziehen, der dann bei der Erstellung der Erklärung unterstützt. Und wir Steuerberater haben natürlich alle die Möglichkeit, elektronisch die Erklärung einzureichen. Vielleicht noch ergänzend, man fragt sich sicherlich, möchte das Finanzamt jetzt noch weitere Unterlagen sehen zuzüglich der elektronischen Einreichung? Das ist nicht der Fall. Die Finanzämter wollen keine weiteren Unterlagen sehen. Das heißt, Grundbuchauszüge etc. sollen nicht mit übermittelt werden. Ob dann im Rahmen der Veranlagung nochmal Nachfragen kommen, das wissen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, das Finanzamt weiß das auch noch nicht. Da müssen wir mal abwarten. Aha. Naja, so ein Grundbuchauszug wird im Zweifel ja auch für den Laien noch relativ einfach zu bekommen sein. Eine andere Frage ist, ob das auch für alle anderen Daten gilt, die jetzt für diese Steuererklärung von Interesse sind. Melanie, wie schätzt ihr das momentan ein? Ihr habt euch ja da sehr intensiv mit befasst. Wie schätzt ihr das ein? Welche Herausforderungen da im Tatsächlichen, was die Informationsbeschaffung angeht, auf die Eigentümer zukommt? Es hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Bundesland das Grundstück liegt und welches Modell damit zur Anwendung findet, Anwendung kommt, beziehungsweise auch welche Art von Grundstück vorliegt. Denn anders als bisher ist es ja so, dass es nicht mehr ein Modell oder ein Bewertungsmodell für die Grundsteuer gibt, sondern mehrere. Wir haben es ja so, dass wir ein Bundesmodell haben. Das heißt, der Bund hat ein Modell für die Bewertung als Grundlage für die Grundsteuer eingeführt, hat aber im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens auch eine Öffnungsklausel aufgenommen, was es den Ländern ermöglicht hat, eigene Modelle anzuwenden. So haben wir beispielsweise Bayern, das ein eigenes Modell eingeführt hat, aber auch Hamburg oder Hessen, die ähnliche Modelle wie Bayern eingeführt haben, aber abweichend eben vom Bundesmodell. Und damit haben wir jetzt im ersten Moment ja schon die Besonderheit, dass man schauen muss, wo liegt das Grundstück und welches Modell kommt zur Anwendung. Das wäre so der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann zu schauen, welche Art von Grundstück liegt vor. Habe ich ein Wohngrundstück oder habe ich ein Nicht-Wohngrundstück? Und in Abhängigkeit davon ist auch da die Bewertung wieder anders. Insofern wäre das die erste Herausforderung, zu gucken, wo liegen meine Grundstücke, welches Modell kommt zur Anwendung, welche Art von Modelle habe ich. Und dann muss ich mich mit dem einzelnen Modell beschäftigen und schauen, welche Unterlagen ich benötige,
da ja die Bewertungsvorschriften andere sind. Das heißt, der Steuerpflichtige, der sein Portfolio vielleicht diversifiziert hat aus wirtschaftlichen Gründen, ist also in allen 16 Bundesländern investiert, der hat dann die Freude und Aufgabe, sich also auch mit 16 unterschiedlichen Regelungen auseinanderzusetzen. 16 sind es jetzt nicht, aber ein paar sind es schon. Reicht ja auch. Das ist also die Frage nach dem, was muss man eigentlich beschaffen? Das haben wir gehört, hängt vom Bundesland, hängt vom Modell ab. Und wenn man weiß, was man beschaffen muss, Schritt 1, dann folgt natürlich sofort Schritt 2. Wo muss ich das denn oder kann ich das denn beschaffen, Maike? Ja, also Grundbuchauszug, ich glaube, das ist noch relativ klar. Also wie kommen die Steuerpflichtigen dann ganz konkret an die Informationen, die man identifiziert hat? Im Regelfall gibt es mehrere Unterlagen, die man eigentlich immer zur Hand haben sollte. Das liegt jetzt natürlich auch so ein bisschen am jeweiligen Modell, welche Unterlagen erforderlich sind. Aber beispielsweise den Einheitswertbescheid oder den Grundsteuermessbescheid, alte Grundsteuerbescheide oder auch einen Grundbuchauszug, wie du gerade gesagt hast, die gibt es im Regelfall. Die haben die Steuerpflichtigen aus der Vergangenheit und da sind auch ganz viele Informationen vorhanden. Zusätzlich ist es so, dass die Finanzämter auch Rundschreiben verschicken. Jetzt seit einigen Monaten, im April wurde damit begonnen und dort sind auch einige Informationen vorhanden. Also da gibt es durchaus auch einen Servicegedanken, den Steuerpflichtigen was an die Hand zu geben. Aber je nachdem, was für ein Modell es gibt, müssen zusätzliche Informationen abgegeben und eingetragen werden, zum Beispiel die Grundstücksfläche, das Baujahr. Wir brauchen die Wohnfläche, die Immobilienart oder auch den Bodenrichtwert. Wir brauchen das Alter des Gebäudes und natürlich die grundstücksbezogenen Daten, wie zum Beispiel die Gemarkung, die Flurnummer oder das Einheitswertaktenzeichen. Also es sind schon einige Informationen, die man zusammentragen muss. Und zusätzlich muss auch der Steuerpflichtige im Blick haben, dass die Daten aktuell sind. Es kann ja nachträglich irgendwelche Umbauten oder Anbauten gegeben haben. Und das muss man auch im Blick haben, denn es gibt ja auch sehr viele Immobilien, die schon sehr alt sind. Und dann gibt es vielleicht auch nicht mehr tagesaktuell quasi einen Bauplan oder einen Kaufvertrag. Und dann muss man sich die Informationen im Zweifel nochmal frisch beschaffen. Ja, das klingt ja nach einem Heidenspaß. Melanie, Maike hatte eben schon die Bodenrichtwerte angesprochen. Wie sieht das speziell damit aus? Das ist ja also auch sowas, was auch der Laie wahrscheinlich schon mal gehört hat, insbesondere jetzt, wo ja die Immobilienpreise ins Astronomische gestiegen sind, hört man immer, ja, mit den Bodenrichtwerten hat das jetzt nichts mehr zu tun. Hier spielen die jetzt offensichtlich doch eine Rolle. Also wie kommt man daran und was gibt es da ansonsten noch für Dinge, die man beachten sollte? Ja, also die Bodenrichtwerte, kommt es mal darauf an, in welchem Bundesland man aktuell ist, bekommt man meistens kostenpflichtig. Allerdings haben nicht alle Bundesländer bislang diese Bodenrichtwerte verfügbar. Es ist aber das Ziel der Länder, dass bis zu Beginn, bis zum 1.7.22, alle Bodenrichtwerte in dem sogenannten BORIS-Richtwert-Informationssystem, kurz BORIS, enthalten sind und diese Werte auch grundsätzlich kostenfrei und webbasiert abrufbar sein sollen. Ich weiß von Berlin, da habe ich zufällig am Wochenende mal nachgeguckt, da ist es auf alle Fälle schon möglich, das nachzuschauen. Ich glaube, in Bayern ist es auch schon möglich. Ob es aber jetzt schon in allen Bundesländern möglich ist, die Bodenrichtwerte abzurufen, weiß ich nicht. Gehe davon aus, dass noch die eine oder andere fehlt. Insofern wird es spannend, dass ob wir wirklich bis 1.7. bzw. bis 31.10. diesen Jahres dann auch alle Werte bekommen. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Vereinfachung. Beispielsweise, wenn wir eine Bewertung haben von Wohnimmobilien, nach dem Bundesmodell wird beispielsweise die Netto-Kaltmiete benötigt. Das ist jetzt aber nicht so, dass jeder nachschauen muss, wie hoch die Netto-Kaltmiete ist, sondern hier gibt es auch eine Vereinfachung im Bewertungsgesetz. Dort ist als Anlage zu Paragraph 254 Bewertungsgesetz eine Anlage 34 enthalten, die eben die einzelnen Netto-Mieten angeben, je nach Mietniveau. Nichtsdestotrotz muss ich weiterhin Informationen sammeln und es heraussuchen. Ein Teil der Informationen wird man aber sicherlich auch aus dem Immobilienankaufsvertrag bekommen oder auch aus Bebauungsplänen. Trotzdem kann es sein, dass wir nicht alle Informationen bekommen. Eine Sache ist auch immer, dass eben die Bruttogrundfläche angefordert wird.
Das kann sein, dass man die nicht rausbekommt aus den Unterlagen, die einem vorliegen. Da kann es sein, dass man sich dann externe Hilfe holen muss, beispielsweise einen Architekten, der eben dann die Bruttogrundfläche für das Gebäude ermittelt. Das sind ja auch Dinge, die der Steuerberater jetzt auch nicht in eigener Anschauung ermitteln kann. Das heißt, im Grunde muss der Steuerberater dem Grundeigentümer sagen, was für Unterlagen benötigt werden. Das ergibt sich aus dem jeweiligen Landesgesetz und dem jeweiligen Modell. Dann muss der Grundeigentümer diese Informationen beschaffen, muss, wie du gerade gesagt hast, gegebenenfalls da auch nochmal externen Sachverstand hinzuziehen, muss diese ganzen Unterlagen und Informationen dann dem Steuerberater geben, der dann daraus in der Frist, wie wir gehört haben, 4 Monate eine Steuererklärung fertigen soll. Also das hört sich im tatsächlichen Ablauf ziemlich kompliziert an. Und ob das wirklich dann gelingen kann in der Kürze der Zeit, das werden wir alle miteinander sehen. Fakt ist, wir haben deutlich weniger Zeit als die Finanzverwaltung. Ja, die wird nämlich anschließend ganz in Ruhe mal gucken, wie man diese ganzen Daten dann verarbeitet, bis die Gesetze tatsächlich materiell rechtlich scharf geschaltet werden. Mit anderen Worten, wenn ich das alles so höre, und so geht es wahrscheinlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Lage ist ernst, ja, das wird auch keinen Spaß machen, aber fürchtet euch nicht, die Berater von Rödl und Partner wissen Rat, ja, und jetzt stellt sich also die große Frage, was ist jetzt unser Beratungsansatz, was ist unser ganz konkretes Angebot an den Mandanten, um dieses verwaltungstechnische Kuddelmuddel möglichst in Grenzen zu halten. Bei Rödl und Partner ist es so, dass wir unsere Mandanten natürlich gemäß unserem Kümmererprinzip auch hier gerne kümmernd unterstützen wollen. Und wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das Ganze gut organisieren können, auch weil wir ja nur 4 Monate Zeit haben. Und wir haben im Hause deshalb eine eigene Softwarelösung entwickelt, mit der wir das Ganze abdecken wollen. Und wir sind in der Lage, nicht nur die Steuererklärung dort abzubilden, sondern die dazugehörigen Dokumente auch digital abzulegen. Aber der erste Schritt ist natürlich, dass wir die Informationen beschaffen müssen. Und dazu haben wir eine Checkliste entwickelt, die auch mit vielen Feldern schon vorausgefüllt ist. Und diese Checkliste schicken wir an unsere Mandanten. Das ist eine Excel-Datei und dort können die ersten Informationen eingegeben werden. Damit können wir dann loslegen, die Steuererklärung vorbereiten. Im zweiten Schritt sind sicherlich noch mal 2, 3 Nachfragen zu klären. Und dann können wir die Steuererklärung fertigstellen und an die Finanzverwaltung übermitteln. Vielleicht noch ergänzend, diese Checkliste ist dann auch schon so ausgelegt, dass wir uns vorher informiert haben, in welchem Bundesland das Grundstück oder die Grundstücke liegen. Und werden dem Mandanten natürlich auch zielgerichtet diese Checkliste zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn jemand ein Grundstück in Bayern hat, werden wir natürlich nur die Informationen abfragen, die wir für Bayern brauchen und nicht beispielsweise fürs Bundesmodell, um eben auch Arbeit zu sparen. Gut, dann weiß jeder, glaube ich, was er zu tun hat. Man muss sich damit befassen. Kopf in den Sand stecken hilft nichts, denn die Fristen rücken näher. Und unsere Expertinnen, unser gesamtes Team unterstützt gerne bei Fragen jedweder Art rund um die große, sagenumwobene Grundsteuerreform. Das war Tax it Simple, der Rödl & Partner Steuerpodcast. Besuchen Sie uns auf rödl.de oder auch auf rödl.de/steuerpodcast. Erfahren Sie mehr über die Expertinnen und Experten sowie über unseren internationalen und interdisziplinären Beratungsansatz. Fragen und Themenvorschläge können Sie auch an steuerpodcast@rödl.com richten. Hören Sie rein, wenn wir erneut komplexe Steuerthemen einfach gut erklären.